erledigt und ich auch. Weißt du, wann ich zuletzt Ferien hatte? In der Schule. Ja, schlimm. Aber das wird geändert. Wir verreisen. Und zwar zu einem Bekannten, der Ländereien besitzt in Spanien. In Spanien? Olé, olé, olé. Vamos. Siesta, den ganzen Tag, das liebe ich. Olli. Uno momento, señores, ich muss nur mal meine Gitarre stimmen. Ende der Vorstellung, gute Nacht. Sie sehen ja so besorgt aus, Don Reibach. Ja, ich mache mir große Sorgen wegen dem Stierkampf morgen. Ich will meinen gefährlichsten Stier in die Arena schicken. Aber keiner meiner Männer hat den Mut, Attila einzufangen. Aber wir, für uns ist das ein Kinderspiel, nicht Jeff? Ja, ja. Hättest du bloß den Mund gehalten. Wir haben doch keine Ahnung vom Stiere einfangen. Also graben wir eine Fallgrube. Nun zur Verteilung der Arbeit. Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 10 und dann werden wir ja sehen. 1 und 10? 7. Falsch geraten. Also du musst graben. Hast du auch nicht geschummelt? Herrlich, diese Luft auf dem Lande. Nicht so bleihaltig wie in der Stadt. Jeff, hast du zufällig die Spitze von meiner Spitzhacke gesehen? Du bist mir zu spitz, finde ich. Gib her. Du findest dich wohl sehr witzig, ha? Mein Gott, Jeff, bist du dem Stier begegnet? Was macht denn dieser Baumstamm hier auf meinem Acker? Der muss verschwinden und ich weiß auch schon, wo ich ihn hintun werde. Mist, die Spitze hat sich schon wieder gelöst, aber man könnte sie vielleicht festklemmen. Fred, bring mir mal ein Stückchen Holz. Sofort. Nennst du das etwa ein Stückchen? Jeff, beruhige dich, tu's nicht. Mir reicht's, jetzt gräbst du mal wieder eine Runde. Sieh doch mal, ob man dieses Ding zum Stierefangen benutzen kann. Nein, natürlich nicht, nein. Wenn wir es nicht gebrauchen können, werf ich's weg. Bevor wir noch weitere Reinfälle erleben, suchen wir lieber erstmal den Stier. Und wie kommen wir hier rüber? Kein Problem. Hier, Jeff, da legen wir einfach ein Brett drüber und fertig. Wie findest du das? Viel zu gefährlich, es könnte brechen. Und dann brechen wir uns unsere Knochen. Brechen? Sieh nur, wie stabil es ist. Nein, nein, Fred, hör auf, ich kann das nicht mit ansehen. Hör auf, Fred, hör auf. Er wird sich in sein Unglück stürzen. Hör auf. Ah, es hält. Du siehst, du kannst dem Brett vertrauen. Komm rüber. Ja, ja, gleich. Oh, ich bin so nervös. Von wegen stabil. Ich könnte jetzt da unten liegen. Aber wie komme ich nun rüber? Ich hole schon was, Jeff. Der hält was aus. Quatsch, der ist doch viel zu kurz. Mach nichts, mein Gewicht hält ihn fest. Nur Mut, komm schon. Gib mir deine Hand, 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 ein Zweiglein. Ein was? Nein. Hier bin ich mit dem Zweig. Warum hast du nicht gewartet? Dämliche Frage. Sieh lieber zu, wie du mich hier wieder hochkriegst. Oh nein, da kommt die Erbauerin des Nestes. Sie wird doch nicht... Nein, 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 nein.
Nein, bitte, bitte keine Würmer. Ich bin Vegetarier, von wegen strenge Diät und so. Ich habe ihn bitte... Sehe ich wie ein Storch aus? Keine Angst, das ist kein Bandwurm. Binde das Seil um den Bauch, ich ziehe dich dann hoch. Ja, fertig. Du kannst ziehen, aber kräftig. Ich will endlich nach oben. Dass der immer übertreiben muss. Komm runter, runter, runter. Er steigt immer noch. Jetzt tut er endlich das, was ich sage. Na also. Tolle Ziellandung. Genau ins Loch. Hey, sieh mal, Fred. Da ist der Stier. Ja. Jetzt müssen wir ihn irgendwie in die Transportkiste locken. Ich werde das übernehmen und du sperrst ihn ein. Sieht elegant aus, was? Hey, Toro, hey! Olli! Na, los! Komm schon, Toro, komm schon, komm! Blöder Gegenwind! Ich hab mich vom Wind einwickeln lassen. Er sieht rot, er sieht mich! Oh, er kommt immer näher! Oh, krieg, krieg! Und so sieht ein gehörnter Agent aus. Jetzt lockt jemand anders den Stier an. Du! Hey, komm her! Hierher! Immer rein in die Kiste, ja! Wir machen was anderes. Mir fällt da was ein. Was? Und jetzt kommt der gefährlichste Stier aller Zeiten, ein berüchtigter Killer aus der legendären Zucht von Don Reibach. Jetzt lernt ihr den Albtraum aller Toreros kennen. Ob man etwas merken wird? Hören Sie nun das wütende Brüllen des schrecklichen Tieres. Immer büßen. Hilfe! Seien Sie doch kein Esel! Wir wollten doch nur den Torero retten! Ich hab doch ein Herz für Stiere! Vorsicht mit der Lanze! Ich bin kitzlig!